herzlich willkommen zum Adventskalender. Das hier ist jetzt das Füllprogramm sozusagen. Füllprogramm Teil 1. Nee, wir wollten halt, es ist halt auch mit Aufwand verbunden. Ne? Wenn man jetzt 24 High Value, was weiß ich, wie lang, was weiß ich, wie aufwendig Videos zusammen raushaut und nebenher habe ich ja noch teilweise einen anderen Kram zu tun. Deswegen wollten wir den Aufwand einigermaßen vertretbar halten. Jetzt hätte man auch sagen können, man macht halt 24 10-Minuten-Teile oder dann halt einen 6-Teiler, wenn es eine Stunde geht. Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja wirklich auch Blödsinn. Und drum gibt es eben ein paar wertigere Sachen, ein paar eher spaßigere Sachen. Natürlich auch eben zwischendrin Waldwissen. Ich persönlich finde auch die Kochvideos gar nicht schlecht. So ein paar interessante Outdoor-Gerüchte, das ist doch auch was, womit man ein bisschen was anfangen kann, wenn es jetzt vielleicht auch nichts so Essentielles oder so in diese Richtung unbedingt immer sein muss. Ne? So, aber das wesentliche Füllprogramm, das gibt so viele, wie es halt Notwendigkeit dazu schlicht und ergreifend gibt, ist Geschichtchen von meiner Bundeswehrzeit. Weil danach bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden. Und das ist jetzt einfach die gemütliche, ich erzähle mal von früher, Sendung sozusagen. Bei Bundeswehrgeschichten ist es ja immer dahingehend ganz cool, also wenn man da gewesen ist, jetzt für diejenigen, die da nicht gewesen sind und das jetzt trotzdem interessant finden, man findet immer Gesprächsstoff, wenn man es mit irgendjemand zu tun hat, der da auch gewesen ist. Also dieser Faktor der Kameradschaft, ja, Bundeswehr ist, viele Kritik ist angemessen, vieles, wirklich absolut angemessen, auch zu Sinn und Zweck vom Wehrdienst darf man sich so seine Gedanken machen, absolut, und viele sind da auch hin und haben dabei gefühlt nichts gelernt und es war einfach nur Zeitverschwendung, sagen einige, ich habe schon was gelernt, würde ich schon sagen, also für mich war es, glaube ich, eine gute Sache und ich war da auch gut aufgehoben, das würde auch wieder hingehen. Also unter den Bedingungen, die damals eben entsprechend geherrscht haben, würde ich das auf jeden Fall auch wieder machen. Aber die Kameradschaft ist sicherlich etwas, was man in diesem Ausmaß, wenn man jetzt nicht klettern geht oder bergsteigen oder durch die Antarktis wandert mit einer Gruppe, wo auch Teamplay quasi lebenswichtig ist und alles ist und man einfach zusammenhalten muss, ob man will oder nicht. Wenn man das nicht macht, dann ist, glaube ich, das Militär, das muss nicht nur die Bundeswehr sein, das haben auch andere Militärs so erlebt. Ich kenne da auch noch viele Berichte von der Schweizer Armee, da ist das genauso. Das gibt es wirklich so nur bei der Armee. Ja, und ich denke, das kann man nur schwer nachvollziehen, wenn man da nicht gewesen ist. Ich bin mein Teil, ich bin ja eher so ein bisschen eigenbrötlerig und wenn ich in irgendwelche Gruppen reingeworfen werde, die ich mir vorher nicht aussuchen kann, dann habe ich inzwischen gelernt, damit zurechtzukommen. Absolut. Aber ich bin ja als junger Mensch in die Bundeswehr geschmissen worden. Ich war da in meinem Fall tatsächlich schon 21 sogar, weil ich noch erfolgreich, dadurch, dass ich immer mich wieder auf einer weiterführenden Schule angemeldet habe und so weiter, dem Einberufungsbescheid dann jedes Mal noch so um Haaresbreite entgangen bin. Aber wenn man sich da anguckt, dass da doch viele mit 18 tatsächlich da schon landen oder mit 19, dann ist man halt da so ein Haufen junge Menschen. Und diese jungen Menschen haben eben im Regelfall, gerade noch zu Zeiten der Wehrpflicht, das mag inzwischen auch noch mal ein bisschen besser aussehen, aber in Zeiten der Wehrpflicht waren diese jungen Menschen halt alles Kerle. So, und wenn du jetzt 40, 18 bis 21-Jährige in einen langen Gang packst und ihnen keine abschließbaren Türen zur Verfügung stellst, dann führt das ja zu einer gewissen Eigendynamik in der Gruppe. Und das fand ich unglaublich nervig. Andererseits war es eben auch eine Erfahrung fürs Leben, die da schon prägend in gewisser Weise gewesen ist. Dadurch kommt übrigens meine mitunter gar nicht mal so gute Meinung zu sehr stereotypen Verhalten meiner Geschlechtsgenossen zustande. Ja? Weil davon habe ich dann doch sehr viel erlebt. Kompakt in 3 Monaten Grundausbildung. So, aber die Kameradschaft, das war wirklich, wirklich cool und ja,
Ich komme nachher noch dazu. So, also, wie geht denn das los? Ich habe da ein Brieflein bekommen, da stand dann drin, finden Sie sich zur Musterung ein in der so und so Musterung, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das geheißen hat, Kreiswehrersatzamt in Karlsruhe ein. Also, dann bin ich dahin und dann musste ich dann eine Weile rumhocken, bis ich dann dran gekommen bin. Und da gibt es die medizinische Untersuchung, die berühmte. Das ist das, wo dann die meisten eben entsprechend sich möglichst krank, also was heißt die meisten, wo viele sich möglichst krank geben, um halt eben ausgemustert zu werden. Für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben. Es gab damals T1 bis T4, das ist die Tauglichkeitsgrade, ich glaube, so heißen die. T1 bedeutet, man darf alles machen, was das Militär so zu bieten hat. Also du kannst in Panzer, du kannst in den Flieger, du kannst Kampftaucher werden, du kannst zum KSK, zu den Kommando-Spezialkräfte, heißen die so? Ich glaube. Ich weiß immer gar nicht, die Abkürzung, das ist das Problem. Du kriegst dann immer nur so viel Abkürzung um die Ohren gehauen, dass du irgendwann gar nicht mehr weißt, was die Abkürzung bedeutet. FFOBZB, Fernsprecher, Ortsbetrieb und Zentralbetrieb. Ich glaube, sowas an den Dreh. Egal. Jedenfalls, da muss man dann hin. Und dann gibt es diese berühmte medizinische Untersuchung. Dazu eine schöne Geschichte von einem Kumpel. Der hatte nämlich eine lustige Katzenhaarallergie. So, und was der dann gemacht hat, ist vor seiner Musterung eben bei meinem Kumpel übernachten, der eine Katze hatte, beziehungsweise einen Kater. Und hat sich diesen Kater dann als Kuscheltier für die Nacht geschnappt. Also er mochte den Kater schon, nur leider ist er mit dem Kater halt dahingehend nicht klargekommen, dass er dann halt eben wirklich aussah am nächsten Morgen wieder tot und verschnupft ohne Ende. Und ist dann halt da wirklich in diesem Zustand zum Arzt und hat dem erzählt, naja, er hatte halt so diverse Allergien gegen verschiedene Baumpollen und so ein Kram, was ja für einen Soldaten ziemlich beschissen ist, weil der Hauptort, wo sich der deutsche Soldat sozusagen rumtreiben soll, zumindest klassisch, das hat sich dann im Laufe der Zeit ein wenig gewandelt, aber klassischerweise rennen wir halt im Wald rum, weil wir haben hier eben als Natur in Deutschland nun mal den Wald und wenn man dann Baumpollenallergie hat, dann kann man als Soldat nur so begrenzt eingesetzt werden, wenn man da ständig dienstuntauglich ist, weil man zugeschwollen ist bis oben hin. So, und damit war er dann relativ schnell raus, hat T4, also völlig untauglich, oder T5 sogar, glaube ich, gibt es theoretisch auch noch, wenn du wirklich zu gar nichts, nicht mal zum Putzen zu gebrauchen bist, dann gibt es, glaube ich, theoretisch auch noch T5 und in dem Moment bist du raus. Also zu meiner Zeit war es so, dass bis T3 genommen wurde, beziehungsweise bei T3 wurde man meistens dann gefragt, ob man denn gerne möchte, weil da war man dann ähnlich tauglich eben für den Zivildienst. Ja, und dann hat man also jedenfalls bei dieser Untersuchung wurde dann geguckt, ob du irgendwelche kranken Vorgeschichte hast, irgendwelche Knochenbrüche, war bei mir der Fall. Ich habe einen gesplitterten Ellbogen, also inzwischen nicht mehr, aber der war mal gesplittert und das sah vom Röntgenbild, das hatte ich extra auch mitgebracht, krass negativ aus. Ich hatte aber gar keine Lust, mich besonders krank zu geben bei dieser entsprechenden Untersuchung, weil ich mir gedacht hatte, ja, wenn du Zivildienst machst, ich hatte mich da nicht groß informiert. Inzwischen weiß ich, dass es beim Zivildienst auch Sachen gegeben hätte, die mir wahrscheinlich Spaß gemacht hätten, die mir auch sicherlich nicht geschadet hätten, aber ich hatte mich einfach nicht groß informiert und irgendwie hatte ich damals das Gefühl, naja, das Ganze heißt Wehrpflicht, das haben andere Länder auch und man hat halt eben nun mal als junger Mann die Verpflichtung, da mal zu lernen, wie man denn bitte Soldat sein soll. Und ich hatte da nie groß drüber nachgedacht. Ich bin in dem Sinne auch bis heute nicht so pazifistisch veranlagt, dass ich Gewaltanwendung, egal unter welchen Umständen, grundsätzlich ablehne. Das ist bis heute nicht der Fall. Es gibt Situationen, da bin ich durchaus der Meinung, dass Gewaltanwendung eine gewisse Rechtfertigung haben darf. Das deckt sich auch ganz gut mit meinem Verständnis der Ökologie. Da ist Gewaltanwendung auch durchaus vorgesehen. Ist jetzt die Frage, ob man dafür Maschinengewehre braucht und Granaten
Menschen und so weiter und so fort. Aber auch im Tierreich gibt es sehr wohl blutigen und auch tödlichen Kampf unter Artgenossen, wenn es darum geht, wer halt eben der Stärkere ist, wer den besseren Lebensraum bekommt. Das gibt es auch im Tierreich. Oder halt eben die Frau. Das ist so das Hauptargument, der Hauptgrund, weshalb es Mord und Totschlag dann gibt. Und ja, soll vorkommen. Ist jetzt, vielleicht wenn man es auf den Menschen überträgt, keine so gute Idee. Mit Sicherheit nicht. Aber nichtsdestotrotz, hundertprozentiger Pazifist bin ich einfach auch nicht gewesen. Ich wollte mir dann auch keine Lügengeschichte einfallen lassen zur Verweigerung. Ja, das ist nämlich das Nächste. Also wenn man grundsätzlich tauglich ist für den Militärdienst, da aber nicht hin möchte, dann kann man Verweigerer aus Gewissensgründen machen oder wie das heißt. Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, was der Fachbegriff ist. Aber jedenfalls muss man dann ein kleines Aussätzlein schreiben, wo drin steht, weshalb man grundsätzlich den Dienst an der Waffe ablehnt. Entweder, ja, das gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder einfach den Dienst an der Waffe, also wirklich direkt mit dem Schießeisen, ablehnt und dann aber noch für die Sani-Staffel zur Verfügung steht oder Mechaniker, der halt dann keinerlei Kampfausbildung hat oder sonst irgendwie sowas. Das wird selten gebraucht und wird auch selten genommen, aber theoretisch gäbe es noch diese Abstufung und dann gäbe es halt noch eben, oder halt den kompletten Verweigerer, dass man mit dem Militär als solches, was halt nun mal eine Organisation ist, die im Zweifel dafür gedacht ist, Leute umzubringen, nichts zu tun haben möchte. Ja, so. Wenn man Letzteres gemacht hat, dann musste man Zivildienst machen, für diejenigen, die das wirklich nicht mehr wissen. Und das hätte dann sein können, zumindest hat man mir das damals so erzählt. Ja, keinen Schimmer, wie das wirklich gewesen ist, dass du da irgendwas zugewürfelt bekommst. Und da ich persönlich wirklich viel lieber im Wald rumrenne mit lustiger grüner Kleidung, mich hinter Bäumen verstecke und auf imaginäre Feinde ziele und so weiter und so fort. Das wollte ich viel lieber machen als irgendwelche sozialen Verpflichtungen, zum Beispiel Essen ausfahren, gar im Altenheim helfen, im Krankenhaus helfen, was weiß ich, so ein Zeug. Das ist alles hochwichtige, hoch ehrenvolle und hochtolle Aufgaben, die definitiv gemacht werden müssen. Und ich habe auch großen Respekt vor allen, die diese Aufgaben tun. Aber ich persönlich, ich eigne mich für sowas so wirklich so gar nicht. Und ja, dann also für mich war klar, bevor ich da in irgendeinem sozialen Bereich lande oder in einem technischen Bereich, da kann ich ja auch nichts, dann gehe ich wirklich lieber im Wald rumschleichen. Das kann ich immerhin, dachte ich. Ja, das konnte ich dann tatsächlich auch ganz gut. Jedenfalls, das waren so meine Beweggründe und dann hat man mich da eben entsprechend untersucht und ich musste extra noch auch vorweisen, dass mein kaputter, gesplitterter Arm mich nicht behindert, dass der wirklich gut zusammengewachsen ist und ich damit trotzdem einsatzfähig bin, aber wegen dem kaputten Arm, wegen dem kaputten Ellbogen, mindestens deswegen, ich weiß nicht, ob es noch andere Gründe gab, bin ich dann T2 geworden, also tauglich mit gewissen Einschränkungen. Dann habe ich so eine lustige Liste bekommen, in der lustigen Liste stand dann drin, was ich alles darf und was ich alles nicht darf. Man darf sich da leider nichts aussuchen. Weil gedurft hätte ich zum Beispiel auch Gebirgsjäger bei der Gebirgstiereinheit. Das ist diese winzig kleine Truppe von, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, von ein paar Hanseles, die tatsächlich mit einem Maulesel oder ähnlichem im Gebirge rumstapfen sollen, wo man halt mit Fahrzeugen gar nicht mehr vorwärts kommt und wo du dann Materialtransport tatsächlich per Esel, Maultier, sowas in diese Richtung durchführst. Ja. Da wäre ich wahrscheinlich hingegangen, wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen. Ansonsten hätte ich auch gerne zur Marine gewollt, weil mein Onkel bei der Marine war und hatte eigentlich nur Gutes von der Marine erzählt. Und außerdem mag ich Schiffe und auf dem Schiff gewesen zu sein, das wäre auch cool gewesen. So, aber dann habe ich eben diese Einschränkungen bekommen. Zum Beispiel, ich hätte Flugabwehrschütze werden dürfen, aber oder Minentaucher, aber nicht Kampfschwimmer. Und in den Panzer hätte ich nicht reingepasst und für Fliegen hätte auch nicht gereicht. Dafür braucht man unter anderem, zum Beispiel Gerüchten zufolge, muss man da ein 100% vollständiges Gebiss haben, ohne irgendwelche Zahnfüllungen, damit man den Druck aushält im Flieger, weil das dann mit dem Druck ein Problem sein könnte. Also das sind so Dinge, die da eine Rolle spielen. So, und dann gibt es Gerüchten zufolge ja auch noch den berühmten heimlichen Handgriff da, wo einem dann noch die
Ja, als junger Mensch, der noch nie beim Urologen war, die Teile untersucht werden, die vorzugsweise beim Urologen eine Rolle spielen. Ja, das gibt's. Ja, das findet tatsächlich statt. Und dann soll man mal husten. Und das ist alles hochpeinlich und sehr unangenehm. Würde mir heute, denke ich, jetzt weniger ausmachen. Ich meine, es ist ein Arzt. Aber ja, das findet da also auch statt. Nur um dem Gerücht vorzubeugen, beziehungsweise dieses Gerücht zu bestätigen, dass das tatsächlich so ist. So, also T2 bin ich geworden. Dann kommt noch eine psychologische Untersuchung. Da muss man dann so diverse Fragen beantworten, mit denen sie versuchen herauszufinden, ob man A, Nazi, Psychopath, sonst irgendwie bekloppt oder ja, weiß ich nicht, was da sonst noch in Frage kommt. Irgendwie sowas um den Dreh ist. Also bei den ganzen Sachen, die dann hinterher, die ich jetzt nach und nach in den Medien mitbekommen habe, wie nazifiziert die Bundeswehr doch wäre und so weiter. War bei mir nicht. Habe ich wirklich nichts davon gemerkt. Im Gegenteil, irgendwer hat mal aus Jux, ich glaube nicht aus politischer Überzeugung, sondern einfach nur, weil 18-jähriger junger Mann ist halt dumm, ist immer dumm, grundsätzlich. Und hat halt ein Hakenkreuz auf die Innenseite der Klotür gemalt. Und man hat dann auch eben rausgefunden, wer das gewesen ist, der ist seines Lebens nicht mehr froh geworden. Da versteht man, also zumindest bei uns hat man da wirklich keinen Spaß verstanden. Ja, jedenfalls bei dieser psychologischen Untersuchung ist auch nicht rausgekommen, dass ich irgendwie einen allzu großen Dachschaden habe, höchstens ein bisschen verwirrt bin. Und dann war die Frage, wo wollen sie denn hin? Wir würden sie zur Luftwaffe schicken. Sie könnten aber auch einen Antrag stellen, wenn sie einen guten Grund haben, warum sie partout nicht zur Luftwaffe wollen. Da ich jetzt keinen guten Grund hatte, um partout nicht zur Luftwaffe zu wollen, habe ich halt gesagt, ja gut, dann schickt mich halt zur Luftwaffe. Was gut war, da habe ich also wirklich enorm Glück gehabt, wie ich später rausgefunden habe. Jo, und dann kam früher oder später kam dann auch ein lustiger Zettel, dass ich mich am so und sovielten, ich glaube, es war Oktober, in der so und so Kaserne, weiß nicht mehr, wie sie heißt, in Roth bei Nürnberg einzufinden habe zu Ausbildungszwecken. Also man kommt erstmal in eine Ausbildungskaserne und danach kommt man in die sogenannte Stammeinheit. Das war zumindest damals so. 3 Monate Grundausbildung, allgemeine Grundausbildung, auch AGA genannt. Und in der Stammeinheit bekommt man dann halt irgendeinen plus-minus nützlichen, also von überhaupt nicht nützlich bis hin zu, naja, wenigstens bist du nicht völlig unnötig da, Job zugewiesen. So irgendwie, das ist das Kontinuum. In sehr seltenen Fällen gibt es auch mal Leute, die wirklich was Nützliches tun, zum Beispiel ein Koch. Aber das kommt darauf an, was für Vorerfahrungen man hat. Wenn man beispielsweise Koch gelernt hat, dann wird man bei der Bundeswehr auch Koch und dann ist man natürlich der Held, insbesondere wenn man das tatsächlich beherrscht, macht man sich sehr, sehr, sehr beliebt bei den Kameraden. Sehr, sehr, sehr beliebt. Oder wer ein Musikinstrument spielt, der wird gerne dann mal in die Kapelle zum Tuten berufen und solche Sachen. Da ich aber keinerlei besondere Qualifikationen hatte, bin ich halt stinknormaler Feldwald- und Wiesensoldat in Anführungszeichen geworden und sollte mich dann da also in Rot einfinden. Da bin ich dann auch erste Klasse mit dem Zug hingefahren und stand dann da am Bahnhof rum. Ich war sehr, sehr früh da und irgendwann kamen dann noch so mal mehrere Gestalten ungefähr meines Alters, alle mit recht großem Gepäck und alle mit etwas verwirrtem Gesichtsausdruck. Muss wohl auch so ausgesehen haben. Und ja, dann fuhr plötzlich irgendwann so ein weißer Bus vor mit BW-Logo drauf und dann kommt da so eine grün gefleckte Gestalt raus und weist darauf hin, so, wir gehen jetzt mal die Namensliste durch. Und dann ist er die Namensliste durchgegangen und dann kamen in der Zwischenzeit noch ein paar andere Busse und man wurde dann dem jeweiligen Bus zugeteilt. Und das Gute war, dass ich recht spät mit T im Nachnamen recht spät im Alphabet bin. Damit mussten einige Leute vor mir schon einsteigen, um registriert zu werden, ob sie denn nun da sind oder nicht. Und da sind ein paar Reihen vor mir und die haben einen gravierenden Fehler gemacht. Die haben gesagt, was haben sie denn gesagt? Hallo? Hallo, haben Sie gesagt? Das heißt guten Tag. Okay, das heißt nicht okay, das heißt jawohl.
Und dann wusste ich schon, dass ich weder Hallo noch Ja oder Okay sagen soll, sondern Guten Tag, und Jawohl. Wenn irgendwer dich anbrüllt, schreist du Jawohl. Und stehst am besten möglichst stramm und gerade. Und weil egal was gebrüllt wird, Jawohl antworten. Damit kommt man eigentlich ganz gut durchs Leben. Das sind so Survival bei der Bundeswehr. Kapitel 1 immer schön. Jawohl, Herr so und so brüllen. Dann auch die Dienstgrade können, damit man den Herrn so und so auch mit seinem korrekten Dienstgrad, meistens ist dann ein Feldwebel oder ein Oberfeldwebel, wenn sie dich anbrüllen, das sind so die brüllaffinsten Dienstgrade. Und ja, das gehört zum gewissen Grad dazu, dass man mal hin und wieder ein bisschen angebrüllt wird. Auch wenn man nur bei der Luftwaffe ist. Und ich habe den Gag schon häufiger gebracht. Die Luftwaffe ist so ein bisschen Bundeswehr-Light. Ja, mit 90% Luft und 10% Waffe. Noch schlimmer, die Lustwaffe. 90% Lust, 10% Waffe. So in dem Stil. Gibt's viele witzige Gags in diesem Sinne. Und jedenfalls bin ich mal dann in die Kaserne gefahren worden. Das war soweit noch ganz in Ordnung. Dann wirst du rausgeschmissen zur Einkleidung. Dann geht's durch so ein lustiges Gebäude und dann wirst du vermessen. Tatsächlich mit Maßband und allem Pipapo, als ob du einen Maßanzug kriegen sollen würdest. Dann gehst du von Station zu Station und man kriegt erstmal diverse große Säcke. Einmal einen Seesack, einmal die Kampftragetasche, glaube ich, hieß die. Das ist im Prinzip eine riesen Sporttasche. Sehr groß, sehr robust. Tolles Ding, eigentlich habe ich immer gerne benutzt, zum am Wochenende heimfahren und dann wieder zurückfahren. Da hast du 12 Flaschen Süßgetränk unterbringen können. Ja, das habe ich auch regelmäßig gemacht, weil es ist dann schwierig, wenn man erstmal in der Kaserne ist, sich seinen wöchentlichen Vorrat an vorzugsweise schwarzem Süßgetränk zwischendurch wieder aufzufüllen. Und daher war das ganz gut, dass da 12 Flaschen davon problemlos reingepasst haben, plus noch ein bisschen Wäsche und dann hat man noch den kleinen Kampfrucksack. Den hier auf dem Rücken gehabt. Und dann ist man eigentlich ganz gut zurechtgekommen dann beim Verlegen. Jedenfalls die Taschen gab es zuerst und dann hast du von Station zu Station mal mehr, mal weniger nützliche Ausrüstung bekommen. Ich muss heute noch lachen über die bescheuerte APC-Schutzausrüstung zum Teil. Die hat im Laufe der Jahre, und da werden andere Leute, die zu anderen Zeiten, also ich bin übrigens 2007 eingezogen worden, Leute, die zu anderen Zeiten bei der Bundeswehr gewesen sind, dann werden dann entsprechend andere Erfahrungen gemacht haben. Aber jedenfalls gab es bei uns als APC-Schutzausrüstung erstmal so eine lustige APC-Maskentasche. Dazu kam dann das Dekontaminationskit oder irgendwie sowas mit so extrem sinnvollen Gegenständen wie dem Dekontaminationspuder, dem Dekontaminationstupfer und so einer lustigen Plastikfolie. Das ist im Grunde wirklich bloß eine grüne Plastikfolie gewesen. Das war garantiert kein besonders special Supermaterial, was man aus Altbeständen der DDR damals noch in irgendeinem NVA-Lager gefunden hatte und die Bundeswehr hat es halt übernommen. Und da sie scheinbar nicht wussten, was sie damit jetzt anstellen sollen, haben sie gesagt, das ist die ABC-Schutzplane. Die ist dafür da, dass wenn ein Sprühangriff stattfindet, sprich ein Flieger kommt angeflogen und sprüht giftige Chemikalien auf die Soldaten, dann sollst du dir diese blöde Plane über die Rübe schmeißen und dich darunter verstecken. Das hat man dann auch geübt. Und rückwirkend wirklich lustig. Ja, dann hat man halt keine Kontamination mit giftigen Chemikalien bekommen. Und wenn doch, dann hatte man ja seinen Dekontaminationspuder dabei. Die Atemschutzmaske hingegen, das habe ich ja nachvollziehen können, dass die möglicherweise tatsächlich in gewissen Situationen eine Rolle spielen könnte. Und die war dann auch gar nicht so lustig. Schon gar nicht, wenn man damit viel rumlaufen muss. Dann ist die überhaupt nicht mehr lustig. Sondern eher Quälerei, aber funktioniert. Vielleicht hat sie, ich habe jetzt eine im Keller hängen, aus Nostalgiegründen. Und wenn ich kleine Kinder erschrecken möchte. So in dem Stil. Der Filter sollte theoretisch sogar noch funktionieren. Und ja, falls ich mal in die Situation komme, eine Atemschutzmaske zu brauchen, werde ich sehen, ob der Filter noch funktioniert oder eben entsprechend nicht.
Gut, ja, dann gab es halt diversen Kram, den Klappspaten, Original-BW, Klappspaten kennt man. Dann hat man irgendwann eine Hose bekommen, natürlich maßgeschneidert, nicht ganz, aber die gibt es in sehr vielen verschiedenen Größen, sodass die Klamotten immer sehr gut gepasst haben. Den BW-Koppelgürtel, dann den Feldparker, diverse T-Shirts natürlich, die Unterwäsche, die lange, Sportklamotten. Das gab so einen uralten, gefühlten Ende 70er Jahre Trainingsanzug in Blau. Verschiedene Blautöne mit dem Bundesadler drauf und dazu noch so ein furchtbares blaues T-Shirt. Die BW-Badehose, auch genannt der blaue Blitz. Extrem tolles Teil. Ich habe jetzt tatsächlich gesehen, also nicht. Ich habe gesehen, die kann man auch wirklich gebraucht kaufen. Also sie hat es auf den zivilen Markt geschafft. Sie kostet 60 Cent. Mehr ist sie auch nicht wert. Also es ist einfach ein modisches Verbrechen. Das ist halt das, was man heutzutage vielleicht als Altmännerbadehose bezeichnen würde, was dann irgendwelche Opas, die schwimmen gehen, hin und wieder mal noch anhaben, weil sie ihr Leben lang eben solche Badehosen getragen haben. Also dieses wirkliche Slip-Modell. Ja? Also so wenig Textil wie nur irgendwie möglich, in Anführungszeichen. Und in Blau, der blaue Blitz. Musste man tragen, wenn dienstlich Schwimmen veranschlagt war. Lustigerweise geht die Luftwaffe von allen Heeresteilen angeblich am meisten schwimmen. Gerüchten zufolge soll nämlich die Marine nicht schwimmen lernen. Warum? Naja, dann verteidigen sie das Schiff länger. Aber das sind so Gerüchte, kein Mensch. Also manche Leute wissen es natürlich dann besser, aber jedenfalls, wir hatten extra eine Schwimmhalle in unserer Ausbildungskaserne. Da konnte man nach Dienstschluss dann theoretisch auch privat noch ein paar Runden schwimmen gehen. Habe ich hin und wieder mal ganz gerne gemacht. Und Schwimmen ist bei den sportlichen Disziplinen, die es da so gibt, etwas, was ich vergleichsweise ganz gut kann. Und da war ich dann auch den anderen Kameraden nicht unbedingt überlegen, aber da konnte ich mithalten. Wobei die Mischung, ja, dadurch, dass man einfach gesund sein muss und eingezogen zu werden, da kommt schon eine Mischung zusammen, die halt auch etwas übergewichtigere Gestalten, das war ich damals nicht, und völlig untrainierte, weil Sport ist langweilig und macht keinen Spaß gestalten, das war ich damals sehr wohl, beinhaltet, aber halt auch dann wirklich so durchtrainierte potenzielle Kampfmaschinen, die dann auch enorm Spaß an der körperlichen Ertüchtigung, die wir da durchaus hin und wieder mal durchführen mussten, hatten. Ja, was gab es denn noch für lustige Ausrüstung? Ein Espit-Kocher, den Espit-Kocher kennt inzwischen auch jeder. Der war ursprünglich mal als Militärkocher im Einsatz. Ich glaube, den hat die Bundeswehr bis heute. Das ist auch nicht verkehrt. Also, da gibt es wirklich Schlechteres. Dann gab es noch das Waffenreinigungsset. Kopfbedeckung, ganz wichtig. Kopfbedeckung und an Klamotten auch noch den großen Diener, also den Ausgehanzug, den Paradeanzug, das schicke Ding. Ich persönlich mochte die Felduniform eigentlich immer lieber, also das Flecktarnteil. Aber ja, den gab es halt auch noch. Und da kommt es dann jetzt ganz drauf an, in welchem Truppenteil man ist. Je nachdem bekommt man eine lächerliche bis hin zu völlig lächerliche Kopfbedeckung. Da die Auswahl ist ganz toll. Also, der Matrose, der bekommt tatsächlich diesen bekloppten Matrosenhut, den man von Donald Duck oder was weiß ich woher aus der Vergangenheit kennt. Also, den gibt es da. Gerüchten zufolge soll es Leute geben, die den schon aufgehabt haben. Das Heer bekommt ein Barett. Das sind diese lustigen, in verschiedenen Farben, rot oder grün, glaube ich, habe ich schon häufiger gesehen, diese lustigen Halbmützen, die so halb schief in Anführungszeichen dann auf dem Kopf sitzen, die sind noch am wenigsten lächerlich. Das ist also noch die beste Ausgehkopfbedeckung, die man haben kann. Und die Bundeswehr, die schießt den Vogel ab, die bekommt das sogenannte Schiffchen. Das ist dann also so ein schmales Teil, was man sich hier so auf den Kopf setzt. Ja, das dann kann da mal Bilder googeln oder sonst irgendwie. Und vorne hat es noch so eine gefühlte Zielscheibe drauf. Also wirklich das dämlichste Teil, was man sich auf den Kopf ziehen kann. Für die Felduniform hingegen gibt es die Standardkopfbedeckung. Da gibt es zwei Ausführungen. Es gibt einmal die Sommerausführung und dann gibt es noch die Wintermütze mit dem schönen Beinamen Bären.
Heißt wirklich so, Entschuldigung. Das ist nur mal so ein Beispiel für die mitunter etwas raue Sprache, die in einem doch sehr manndominierten Umfeld hin und wieder mal, ja, dominiert. Ja, ganz interessant waren dann noch die Kampfstiefel. Kampfstiefel gibt es in zwei Größen, zu groß, zu klein. Ich hatte zuerst zu klein, habe mich dann für zu groß entschieden. Man darf einmal tauschen. Man darf dann im Laufe seiner weiteren Laufbahn, wenn man wirklich nachweisen kann, dass man echt zu dämlich war, um halbwegs passende Stiefel zu bekommen bei der Ausstattung, dann darf man noch einmal tauschen. Aber danach musst du mit den Stiefeln, die du dann bekommen hast, deine Militärkarriere soweit überleben. Ja, und das kann schon mal dazu führen, dass der eine oder andere da wirklich seine liebe Not mit dem Standardkampfstiefel hat. Ganz toll hingegen ist der Gebirgskampfstiefel. Das ist ein richtiger Wanderschuh, der auf dem zivilen Markt so auch ganz ähnlich verkauft wird und da auch funktionieren würde. Ja, aber der Standardkampfstiefel für Autonormalsoldat, der hatte so ein paar besondere Spezifikationen, nämlich eben keinen Stahlkappen. Alle Leute denken immer, da wären Stahlkappen drin. Nö, der ist vorne einfach verstärkt. Also der hat schon eine sehr, sehr stabile Spitze und man kann damit prima gegen irgendwelche Sachen kicken. Ist aus schwarzem Leder, soll auch immer schön schwarz bleiben. Dadurch kriegt man auch ein Schuhputzset, damit man auch immer schön seine Stiefel polieren kann, damit die schön glänzen und schwarze Schuhcreme. Und ja, die sollten auch wirklich durchgehen, zumindest in der Grundausbildung, sauber sein nach der Grundausbildung. Allzu dreckig wird einem auch übel genommen, aber dann muss es nicht mehr, da muss man sich nicht mehr drin spiegeln können und solche Späße. Ja, dann gab es noch das Essgeschirr. Das beschissene BWS-Geschirr. Ich habe keine Ahnung. Also es können nur Leute gewesen sein, die nie bei der Bundeswehr waren. Dass es Leute gibt, die sich auf dem zivilen Markt freiwillig das BWS-Geschirr kaufen. Das von der Schweizer Armee ist genauso miserabel. Bei den Polen gibt es einen ähnlichen Schrott. Die Engländer, das ist wahrscheinlich im Detail genauso schlecht. Ich weiß es nicht. Aber dieses Fressgeschirr ist der einzig wahre Begriff. Grauenvoll. Das Besteck ging noch. Das ist dieses Messergabel-Löffel zusammen in so einer lustigen Halterung, die noch gleich einen Dosenöffner enthält. Das geht einigermaßen. Aber dieser Fressgeschirr mit diesen zwei grauenvollen Alupötten, die schon gefühlte 7 Millionen Soldatengenerationen vorher verwendet worden sind und immer nur mit Wasser ausgespült und gefühlt nie Spülmittel gesehen haben, so gefühlt, ja. Und dann sollst du da draus essen. Und vor allen Dingen, wenn man gute Verpflegung bekommt, Luftwaffe, Bundeswehr Light, es gibt gute Verpflegung, gibt's wirklich. Da hat man dann teilweise einen Schnitzel in diesen einen tiefen Napf reingeworfen bekommen. In den anderen hast du Kartoffelsalat reingeworfen bekommen. Und dann hast du noch, wir waren in Bayern, da gab es meistens tatsächlich noch Soße zu Schnitzel. In anderen Teilen Bayern gibt es das nicht, vielleicht ist das ein fränkisches Sonderdingens, ich weiß es nicht, aber oft gab es Soße zum Schnitzeln, die hat man dann da auch eben entsprechend reinbekommen. Oder eben Gulasch auf die eine Seite und den anderen Topf dann Nudeln und solche Sachen. Aber die Darreichung des Essens, das Essen selber war ja wirklich erstaunlich gut. Ja. Ich glaube, das ist es zur Ausrüstung im Wesentlichen gewesen. Und dann wurde man auf Stube geschickt. Ich erinnere mich noch, dass während bei der Ausgabe von der Ausrüstung, da waren ja schon unsere späteren Ausbilder zugegen. Die sind dann also mitgelaufen und haben geguckt, dass man keinen Quatsch anstellt und dass man nicht an der Wand rumsteht, an der Wand rumlehnt, weil man muss oft anstehen bei der Bundeswehr, ganz oft. Und dabei darf man sich auf keinen Fall an die Wand anlehnen. Begründung, die Wand hält auch so. Ja, das ist immer so das Argument, weshalb man das nicht darf. Und man muss gefälligst schön dekorativ in der Landschaft rumstehen und sich auch ja nicht auf die Treppe setzen oder sowas. Und es gab dann noch einen Kameraden, das weiß ich auch noch gut, der hat den Fehler gemacht und wollte mal zwischendurch wissen, wann wir denn unsere Zimmer beziehen dürfen. Und dann kam darauf warten sie, glaube ich, nur. Ich denke, Ausbilder ist lustig. Da muss man sich so bestimmte Sprüche einfallen lassen und die kann man dann bei der Gelegenheit, wenn die nächste Generation von Soldaten mal wieder den Fehler macht, Fragen zu stellen, kann man die dann rauslassen und zwar, was? Zimmer? Zimmer gibt's im Puff. Hier gibt's Stuben. Und dann sollte man in diesem Fall wieder, jawohl, brüllen und schön stramm stehen und hoffentlich schon die Dienstgrade kennen, damit man weiß, dass derjenige, der einen gerade zusammengeschissen hat, der Oberstabsfeldwebel meinetwegen gewesen ist oder sowas in diese Richtung. Ich muss aber sagen,
dieses Dienstgrade einbläuen. Das ist so nachhaltig, die kriege ich auch heute noch zusammen, wenn es dann sein muss. Ja, also das hat schon gut funktioniert. Jo, das soll es dann gewesen sein für diesen Ben erzählt von der Bundeswehr Teil. Und da drehe ich dann wahrscheinlich direkt jetzt im Anschluss gleich mal noch einen. Und dann haben wir halt Füllmaterial für die Tage, an denen uns sonst nichts einfällt. Dankeschön, bis morgen. Tschüss.